SC, Sandra Davina. Heiner, ja, Ladies Night. Ich habe mich ästhetisch ein bisschen angestrengt heute. Hat geht so gut geklappt, würde ich sagen. Gucken, wie lange ich es aushalte. Ja, ich gehe wirklich sehr ungern shoppen. Ich musste in den letzten Tagen sehr viel shoppen gehen. Es hat nicht so wirklich gut funktioniert, weil ich mich auf heute vorbereiten wollte. Ich will ja mein Geschlecht nicht enttäuschen. Und ich komme aus dem Poetry Slam, das heißt, ich schreibe gerne Texte über Dinge, die mir im Leben zustoßen, wie auch dieser sehr, sehr dramatische Text, in dem sich hoffentlich der ein oder andere wiederfindet, sonst bin ich sehr alleine. Es gibt nur wenige Momente im Leben, in denen ich mich noch hässlicher gefühlt habe als jetzt gerade in dieser erschreckend gut ausgeleuchteten H&M-Umkleidekabine. Eigentlich gibt es nur exakt einen Moment in meinem Leben, in dem ich mich noch hässlicher gefühlt habe als jetzt gerade in dieser erschreckend gut ausgeleuchteten H&M-Umkleidekabine. Und das war letzten Monat, als ich und 14 andere nackte Frauen in der Sammeldusche des Schwimmbads festgestellt haben, dass ich gegen mein neues Kokosnuss-Marzipan-Duschgel mit extra Peelingperlen allergisch bin. Und wenn ich sage, ich bin gegen mein neues Kokosnuss-Marzipan-Duschgel mit extra Peelingperlen allergisch, meine ich, dass drei Viertel meiner Haut so dermaßen keinen Bock auf das neumodische Pflegeprodukt hatten, dass man bei dem ganzen Blasenwurf nicht mehr genau identifizieren konnte, ob sich da gerade nur die Seife oder direkt mein ganzer Körper schaumig auflöst. Ich dachte erst, ich hätte meine linke Brustwarze verloren. Einfach weggepeelt mit den aggressiven Peelingperlen. Aber die tauchte nach 5 Stunden Warten in dem aufgedunsenen Hautklumpen, der mein Oberkörper war, überraschend wieder auf. Das gab ein Hallo. Jetzt in der sehr gut ausgeleuchteten H&M-Umkleidekabine gibt es auch ein Hallo. Von meinem Duschunglück ist zwar nichts mehr zu sehen, aber dafür entdecke ich Dinge an mir, die mir in meinen 27 Lebensjahren zuvor nie wirklich aufgefallen sind. Zum Beispiel Knie. Mir ist schon klar, dass Knie zu so einem Körper standardmäßig dazugehören, aber mir war nicht klar, dass der liebe Gott da so unmotiviert an mir herumgeschraubt hatte. Meine beiden Knie sehen aus wie zwei übellaunige Bernardinerwelpen. Überhaupt sieht ab der Beinmitte aufwärts alles irgendwie einigermaßen verstörend aus. Das grelle Kabinenlicht ist in einem so ungünstigen Winkel angebracht, dass selbst meine Zähne Zellulitis haben. Alles an mir wirkt ungefähr 50 Jahre zu alt. Das Schönste an mir sind meine Fußnägel, aber vielleicht auch nur deswegen, weil sie unglaublich weit vom Gesicht entfernt sind und ich sie so schlecht sehen kann. Ansonsten sieht man alles ziemlich gut. Im Licht einer H&M-Umkleidekabine ersetzt der Blick in den Spiegel automatisch die Hautkrebsvorsorgeuntersuchung. Ich erkenne nicht nur jedes einzelne Muttermal, sondern auch jedes Muttermal meiner Muttermale. Spontan kreise ich mit einem Kugelschreiber 7 Stellen ein, die mir verdächtig vorkommen, und beschließe, das später an der Kasse der Verkäuferin zu zeigen. In solchen Fällen ist eine Zweitmeinung wirklich sehr wichtig. Ansonsten verhalte ich mich beim Einkaufen eher wie der klassische AfD-Wähler. Fremde Meinungen und Argumente verwirren mich, die lasse ich nicht zu. Und hinterher treffe ich dann eine sehr, sehr dumme Entscheidung. So bin ich auch zu diesem Pullover gekommen. Aber okay, ich bin nicht hier, um politische Missstände aufzudecken. Wenn ich Missstände aufdecken will, pflegte meine Großmutter immer zu sagen, wenn ich Missstände aufdecken will, dann schlage ich einfach morgens die Bettdecke zurück. Zack, Missstände aufgedeckt. Brüller. Aber ich verstehe, was Großmutter mir sagen will. Ich bin Ende 20, mein Körper ist langsam hinüber. Letztens habe ich beim Niesen die Schulter ausgekugelt. Und jetzt habe ich anscheinend Hautkrebs. An 7 Stellen, es geht deutlich bergab mit mir. Vor 2 Jahren habe ich noch nur aus Faulheit keinen Sport getrieben. Jetzt geht es einfach nicht mehr. Das Einzige, was mir bei meinen alten Sportsachen noch passt, ist das Stirnband. Aber auch nur, wenn ich es als Schweißband um mein Handgelenk trage. Okay, ich gehe tatsächlich einmal im Monat schwimmen, aber schwimmen zählt irgendwie nicht, weil man in Gewässern des Essener Hallenbades auch vorwärts kommt, wenn man nur heimlich pupst. Wenn ich einen Laden hätte, dann gäbe es da Lavalampen in den Umkleidekabinen. Im Licht einer Lavalampe sieht selbst Saruman aus wie Heidi Klum. Im Licht einer Lavalampe leuchtet jede Bierplauze wie ein freundlicher Glücksbärchi Bauch. Im Licht einer Lavalampe werden Helden gezeugt. Ich zum Beispiel. Ich versuche mit meinem Haustürschlüssel die Spiegel abzumontieren. Diese vielen Spiegel, die man noch extra drehen kann, falls man sich mal von hinten sehen möchte. Ich möchte mich nicht von hinten sehen. Ich bin so unglaublich froh, dass ich mich nicht von hinten sehen muss. Da hat der liebe Gott schon etwas dabei gedacht, dass das so ist. Da stellt man nicht einfach so frech die Schöpfung in Frage. Ich scheitere an meinem Versuch. Mein enttäuschtes Gesicht kann ich jetzt aus 3 verschiedenen Perspektiven sehen. Ich bleibe noch 2 Stunden, um mich prüfend zu betrachten. Zwischendurch bestelle ich Pizza und schaue mir in Ruhe beim Essen zu.
Ich sollte öfter in Umkleidekabinen abhängen. Und zum Missstände aufdecken gehe ich demnächst mal wieder auf die Straße und werfe Kokosnuss-Marzipan-Duschgel nach Nazis. Die Bewegung täte sicher auch meinem Körper ganz gut. Dann klopft plötzlich jemand gegen den Vorhang, was natürlich nicht funktioniert, aber dafür ruft derjenige klopf, klopf, was ich total witzig finde. Es ist eine Verkäuferin, die erklärt, dass der Laden schließt. Ich sage, kein Problem, bin schon fertig. Aber vielleicht können Sie mal ganz kurz reinkommen und hier unter meine Achsel gucken. Ich hab dann Mutter mal. Das sieht gar nicht gut aus. Vielen lieben Dank.